Hi, Daryl Combs hier. Seid ihr auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Ich glaube, fast alle von uns haben schon daran gedacht, eine neue Sprache zu erlernen. Aber oftmals ist es wirklich beim Gedanken geblieben, weil wir kennen das, wir pauken Wörter, Grammatik und es ist einfach eine anstrengende Angelegenheit. So denken wir. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, eine Sprache mühelos und fast nebenbei zu erlernen? Eine Wunschvorstellung oder haben wir bis jetzt einfach nicht verstanden, wie gehirngerechtes Lernen geht? Diese spannenden Fragen darf ich dem Neurowissenschaftler Joshua Kroberg stellen. Er hat schon seit 26 Jahren in diesem Bereich geforscht. Ich glaube, ganz interessante Fragen für uns alle. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Joshua. Hallo. Schön, bist du wieder bei uns. Ich freue mich immer auf die Sendungen mit dir, weil das ist so spannend. Und es stellt alles ein bisschen auf den Kopf, weil man denkt, ja, man weiß ein bisschen, wie lernen. Die einen haben vielleicht diese Methode oder so. Aber dass wir vielleicht gar nicht so gehirngerecht lernen, da kannst du uns sicher jetzt mehr dazu erzählen. Gerne, gerne. Ja, dieses Thema gehirngerechtes Lernen ist in den 90er Jahren durch meine Mentorin, die Vera F. Birkenbiel, eigentlich so in Deutschland bekannt geworden oder im deutschsprachigen Raum. Und für mich war das damals auch ein ganz faszinierender Punkt. Also ich war eigentlich ein klassischer Schüler, der in der Schule ab der 5. Klasse Englisch hatte, ne? Und habe da eigentlich eher so ein Versagenserlebnis dann gehabt. Ne? Also ich sollte dann die Tafel, sollte irgendwas sagen. Das war so in dem ersten Halbjahr, als ich Englisch hatte. Und ich wusste gar nicht, was der Lehrer von mir möchte. Ne? Und das ist dann so ein bisschen eskaliert. Ich habe wahrscheinlich irgendwie einen dummen Spruch gemacht, weil ich gedacht habe, ich soll aus der Nummer so rauskommen, ein bisschen humorvoll. Ja? Das Ende vom Lied war, dass er mich eigentlich vor der ganzen Klasse dann runter gemacht hat. Und für mich war spannend, im Nachgang habe ich das natürlich erst verstanden, als ich Mitte 20 war, dass ich ab dann geglaubt habe, dass es bei mir nicht funktioniert mit dem Sprachenlernen. Und das erleben wir bei ganz, ganz vielen unserer Anwender, die irgendwann dann angefangen haben, verschiedene Wege auszuprobieren, aber irgendwo immer wieder auf dem gleichen Punkt gescheitert sind. Und dieses Scheitern beim Sprachenlernen erleben einfach überproportional viele Menschen. Ja, das stimmt. Und wir haben ja in früheren Sendungen hast du einfach schon mal erklärt, dass es wie eigentlich entgegen unserer Hirnfunktion geht, ja, wie wir eigentlich jetzt lernen. Ja. Und ich habe mir da auch schon viele Gedanken gemacht, was das für unsere Kinder, für uns alle bedeutet. Und eben, wie du sagst, man hat mal eine Erfahrung und man nimmt das dann irgendwie wie mit. Und das ist dann so etwas, das einem immer begleitet und vielleicht auch daran hindert, wirklich Sprachen zu lernen. Und vielleicht für die Menschen, die jetzt in den letzten Sendungen das nicht gesehen haben, einfach vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, was bedeutet es denn, gehirngerechtes Lernen? Genau, also das ist eine wirklich spannende Frage. Also ich fange vielleicht mal sogar noch ein bisschen weiter vorne an. Was ist nicht gehirngerecht? Ja, okay. Und tatsächlich ist es so, wenn ich heute was erwerbe oder was lerne und der Lernprozess ist erfolgreich und das können die Zuschauer sicher auch nachvollziehen, dann merke ich in der Regel gar nicht, dass ich das lerne. Ne? Also ich nehme jetzt mal an, ich möchte einen Sport anfangen, keine Ahnung, Tennis spielen oder Fußball spielen oder so. Und umso jünger ich bin, umso spielerischer gehe ich an das Thema ran. Ne? Und so war es eigentlich bei der Sprache auch. Wir alle haben eine Muttersprache erworben und das war zu 100% gehirngerecht. Da haben wir gar nicht gemerkt, dass wir lernen. Und wenn ich heute einen Lernprozess starte, egal mit welchem System, und ich den Eindruck habe, dass ich lernen muss, dass es aufwendig ist, dass ich mich schwer tue, dann bin ich eigentlich schon rein vom Gefühl her ganz klar positioniert im nicht gehirngerechten Lernen. Ne? Und für mich war eben dieser Schlüssel damals mit der Frau Birkenbiel, die hat eine Methode weitergeführt, die es schon 1840 gab. Heinrich Schliemann, das war der Entdecker von Troja, ein Archäologe, der 17 Sprachen gesprochen hat. Und er hat damals eine unglaublich intuitive Art des Sprachenlernens entwickelt, hat sogar Sprachkurse publiziert. Also wow. Ich habe solche zu der Zeit schon. Ja, genau. Also ich glaube, sein erster Sprachkurs war 1851. Wow. Ich habe sogar im
Antiquariat welche gekauft. Also wir haben die sogar im Büro stehen. Das ist unglaublich spannend. Ja. Und er hat angefangen, jedes Wort einzeln zu übersetzen. Also wenn ich jetzt im Englischen zum Beispiel lerne, wie geht's dir? Na, dann habe ich im klassischen Unterricht, lese ich dann zwar how do you do, aber ich weiß dann schon, dass das heißt, wie geht's dir? Aber ich verstehe den Kontext gar nicht. Ja? Und ein Kind würde intuitiv jedes Wort einzeln übersetzen. Also das würde, also wenn es schreiben und lesen kann natürlich, ne? Das würde dann da hinschreiben, wie tust du tun? Mhm. Und das war dieser Schlüssel des gehirngerechten Lernens, den damals eben Vera F. Birkenbiel von Heinrich Schliemann übernommen hat. Und sie hat es in den 90er Jahren dann eher in die breite Masse gebracht. Aber tatsächlich hat es sich auch da nicht durchgesetzt. Also es hat sich nicht bei Schliemann durchgesetzt, es hat sich nicht bei Birkenbiel durchgesetzt und bei uns auch noch nicht. Ne? Also wir haben knapp 40.000 Kunden jetzt mit dem System, die zwar happy sind, aber wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es eigentlich unfassbar. Es gibt eine Studie von Töfel, die ganz einfach klassische Sprachlernmethoden auswertet. Also Abendschule, die ganzen Apps, die wir zur Verfügung haben, die Bücher, die man kaufen kann. Und Töfel kommt zu dem Ergebnis, dass 3% der Menschen, die einen Sprachkurs anfangen, am Schluss wirklich die Sprache verwenden. Mhm. Und das ist eine unglaublich schlechte Quote. Ja, also, wenn eine Firma so arbeiten würde mit 3% Erfolgsquote, dann wäre die nach kürzester Zeit wäre die Firma pleite. Ne? Aber bei der Sprache, das ist für mich das Faszinierende eben aus hunderten Kundengesprächen, bei der Sprache funktioniert es deswegen, weil der Kunde das auf sich reflektiert. Also der kauft so einen Kurs, dann kommt er nicht weiter damit, ne? Und dann hat er ein schlechtes Gefühl und das Ende der Fahnenstange ist, ja, ich war halt jetzt nicht diszipliniert oder ich bin halt nicht talentiert. Mhm. Ne? Also solche Gedanken kommen dann auf bei den Menschen. Ja. Und auch ein Widerstand, überhaupt dann nochmal seine Sprache zu lernen und zu beginnen, genau. Oder? Ganz genau. Aber was denkst du denn, wenn das schon so lange eigentlich auch bekannt ist, wieso hat sich das nicht durchgesetzt? Weil überall haben die Menschen Mühe, etwas zu erlernen. Ja. Und das würde ja Sinn machen. Oder gibt es zu wenig Studien? Oder was? Wie erklärst du dir das? Also die Frage habe ich mir tatsächlich auch oft gestellt. Also ich habe keine wirklich schlüssige Antwort darauf. Ich kann nur sagen, aus der Entwicklung heraus gibt es einfach für Systeme einen sogenannten Tipping Point. Also wenn so ein System, weil es gibt ja unglaublich viele fantastische Systeme, die wir einfach gar nicht kennen. Ja? Also viele geniale Menschen, die gar keine Reichweite kriegen für ihre Entwicklung, für ihre Forschung. Und so schätze ich das hier eigentlich auch ein. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, also beim klassischen Sprachenlernen haben wir 3% Menschen, die das durchführen. Die ganze Birkenbiel'sche Entwicklung hat dazu geführt, also ich habe da keine belegbaren Zahlen, ich weiß es nur von ihr aus Gesprächen. Sie hat immer gesagt, bei ihr sind es ungefähr 8%, die ihre Sprachkurse durchführen. Und dann kam ja von meiner Seite aus ein ziemlicher Entwicklungssprung. Wir haben dann dieses passive Hören, also zu dem Dekodieren gehört als Prinzip dazu, dass man die Sprache jeden Tag für mehrere Stunden hört. War für viele auch ein Problem. Man sollte dann einen Kassettenrekorder im Büro mitlaufen lassen, ne? So in den 90ern. Ja, ja. Naja, das war natürlich auch nicht optimal. Ne? Also der Ansatz des passiven Hörens, genial, aber in der Umsetzung nicht so optimal. Und ich bin ja da 1997 auf Birkenbiel getroffen und habe dann bis 99 ein System entwickelt, mit dem man über die Haut hören kann. Und wir sind in der Zwischenzeit bei 21%. Das heißt also, bei uns kaufen 100 Kunden so ein Sprachtraining und 21 davon machen das. Das ist schon mal viel besser natürlich als 3 von 100. Ja, absolut. Aber wir sind tatsächlich immer noch nicht dort, wo wir sein müssten. Weil, wenn ich mir die Muttersprache anschaue, dann haben wir 100% Erfolgsquote. Ne? Also irgendwo ist ein Haken drin und an dem habe ich jetzt die letzten 7 Jahre gearbeitet, um diesen Haken zu finden und hoffentlich auch zu lösen. Ja. Ja, könnte es dann auch mit der Freude zusammenhängen, weil weißt du eben, wenn du ein Kind sagt ein Wort, dann haben alle so Freude und dann ist ja irgendwie so, eben als wenn der Widerstand da ist, dann machen wir sowieso zu, dann haben wir weniger zur Verfügung. Ist die Freude oder das Interesse ein Punkt oder was habt ihr weiterentwickelt? Genau, also tatsächlich war es so, ich habe ein Masterstudium gemacht in kognitiver Neurowissenschaft und meine Masterarbeit habe ich über diese Fragestellung geschrieben. Also was verhindert, dass ich
kontinuierlich eine Sprache erwerbe. Ne? Und das ist auch schon mal der große Unterschied. Ich rede in der Zwischenzeit nicht mehr von Sprachenlernen, sondern erwerben. Und das war so diese Eingangsthematik, wenn ich an irgendwas Freude habe, dann merke ich gar nicht, dass ich das lerne. Und ich habe das dann komplett eigentlich zerlegt vom Prozess her. Was passiert denn bei einem kleinen Kind? Und ein kleines Kind hat eigentlich überhaupt kein Interesse, Deutsch zu lernen oder Spanisch zu lernen, sondern es ist ein Thema, das sich einfach ergibt. Ne? Also wenn ich jetzt, also ich bin deutscher Muttersprachler zum Beispiel, und ich habe irgendwann natürlich verstanden, dass es da ein Auto gibt, ne? Also eine viereckige Kiste mit vier Rädern. Vielleicht fand ich das angenehm, wenn ich damit spazieren gefahren worden bin, dann habe ich vielleicht besser schlafen können oder so. Und umso positiver meine Verknüpfung zu so einem Objekt ist, also Mama, Papa, Schuhe, Auto, was auch immer, umso eher komme ich dann dazu, dass ich den Audiocode verwende. Und ich habe das jetzt halt mit Auto verknüpft. Ja. Wäre ich in Spanien aufgewachsen, hätte ich es mit Kutsche verknüpft. Wäre ich in Italien aufgewachsen, hätte ich es mit Machina verknüpft. Wäre ich in England aufgewachsen, mit Car. Also letzten Endes ist es völlig egal, was ich drauf setze, sondern die Frage ist letzten Endes, in welchem Kontext brauche ich die Information und in welchem Kontext verwende ich sie? Und wenn man das jetzt mal wirklich runterbricht, dann hat ein Kind eigentlich ein ganz anderes Interesse. Ein Kind möchte sozial interagieren. Es kopiert die Eltern. Es sieht, da wird irgendwas gemacht, was ich im Moment gar nicht begreifen kann. Also ich habe den Eindruck, dass da Informationen ausgetauscht werden, aber ich verstehe das Ganze nicht. Und da gehen Kinder dann mit einer unglaublichen bewussten Offenheit ran und nehmen einfach nur auf. Also da sitzt ja niemand am Kinderbett und liest Grammatikregeln vorher. Ja. Und wenn man mal wirklich Grammatikregeln durchschaut, braucht man die auch gar nicht, um eine Sprache zu sprechen. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass jemand nicht Grammatikregeln lernen soll, wenn er irgendwann schreiben möchte oder tiefer in eine Sprache einsteigen soll. Aber um eine Sprache zu sprechen, brauche ich sie nicht. Ich bin 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre alt, wenn ich die Schule betrete und ich spreche fließend in meiner Muttersprache. Und ich habe nichts auswendig gelernt und ich habe niemals Grammatikregeln bemüht. Ja. Und das Programm jetzt, das funktioniert ähnlich? Oder erklär genau. uns das, weil genau. das ist wirklich sehr spannend. Genau. Ja. Genau. Also tatsächlich ist der große Schritt, den wir jetzt gemacht haben, also ich halte meine liebe Frau Birkenbiel ganz, ganz groß in Ehren. Also ich sage auch immer, sie hat nach meinen Eltern, glaube ich, war sie der prägendste Mensch für mich. Also durch sie bin ich dazu gekommen, mich mit Lernen zu beschäftigen, Neurowissenschaft zu studieren. Und an der Stelle will ich das auch ganz, ist mir ganz wichtig, das immer auszudrücken, wie sehr ich sie auch achte. Und sie hat diesen Begriff gehirngerecht geprägt. Und bei mir ist aber in den letzten Jahren einfach diese Klarheit immer stärker geworden, dass es einen Unterschied gibt zwischen gehirngerecht und wirklich gehirngerecht. Ne? Okay. Und wirklich gehirngerecht heißt eben nicht nur auf Grammatik zu verzichten, auf Wörter auswendig lernen zu verzichten, sondern die ganze Sinnhaftigkeit eines Spracherwerbs in Frage zu stellen. Und dadurch, dass ich jetzt eben aus der Neurowissenschaft auf diese Themen schaue, ist dann relativ schnell klar geworden, dass unser Stammhirn niemals auf eine kognitive Entscheidung reagiert. Also eine kognitive Entscheidung, ich lerne jetzt Italienisch für einen Urlaub. So, das ist so ähnlich, wie wenn ich an Silvester sage, ja, also ich höre jetzt auf, Alkohol zu trinken oder ich höre jetzt auf zu rauchen, wenn ich Raucher bin. Das weiß jeder, das hält dann 2 Tage und dann steht das Glas Wein wieder auf dem Tisch. Ne? Also eine kognitive Entscheidung ist eigentlich viel zu schwach. Das heißt, wir müssen etwas drunter setzen, was automatisch Energie entwickelt. Und da sind wir bei einem Thema, das ich auch sehr genau beobachte aus neurowissenschaftlicher Sicht. Jeder oder nicht jeder, aber sagen wir mal ganz, ganz viele Menschen verbringen unglaublich viel Zeit auf sozialen Medien. Ja? Also im Durchschnitt liegen wir bei 2 Stunden und ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, also auf jeden Fall über 2 Stunden soziale Mediennutzung, also Facebook, YouTube, Insta, was da so alles dazugehört. Und da muss man sich ja dann die Frage stellen, warum verwende ich 2 Stunden am Tag mit solchen Medien? Also wieso gehe ich da rein? Wieso schaue ich mir das an? Ne? Das Gleiche beim Fernsehen. Das ist auch übrigens eine ganz erschreckende Zahl. 3 Stunden und 40 Minuten werden pro Tag Fernsehkonsum betrieben im Durchschnitt von jedem Deutschen. Ja. Ne? Und auch da die Frage, wieso 3 Stunden 40? Also ich meine, jeder von uns könnte wahrscheinlich mehr Sport treiben. Jeder von uns könnte eine
Sprache lernen. Ja. Jeder von uns könnte irgendwas lernen, ja. Aber stattdessen schauen wir 3 Stunden 40 fern. Ja. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum genau? Und da sind wir beim Thema, das sind Stammhirnreflexe. Also zum einen kostet es mich keine Energie. Mhm. Und der ganz große Anreiz, ich schaue etwas an, wo ich wissen möchte, wie es weitergeht. Also ich gucke ja den Film, ich schaue den Film natürlich an oder eine Serie, weil mich das Thema vielleicht interessiert, aber wirklich weiterschauen tue ich, weil ich wissen möchte, wie es ausgeht. Ja. Und das ist der gigantische Unterschied zu wirklich gehirngerechtem Lernen. Und was wir jetzt entwickelt haben, also wir haben jetzt da über 5 Jahre dran gearbeitet, wir haben eine Reise entwickelt, bei der Nutzer die Sprache nebenbei erwirbt. Also der merkt gar nicht, dass er sie erwirbt, sondern er spielt quasi ein Spiel für Erwachsene, das sein Stammhirn adressiert. Das ist eine völlig abgefahrene Story. Muss man sich vorstellen wie ein illustriertes Bilderbuch für Erwachsene. Und diese Story ist so interessant, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht. Und dabei lerne ich mit der ursprünglich gehirngerechten Methode von Schliemann, von Birkenbiel oder von mir, dann tatsächlich die Sprache. Aber ich lerne sie nicht mit einem Buch, sondern ich erlebe eine Geschichte. Ah, spannend. Ja. Genau. Ich glaube, das ist ja wirklich die überall im Leben die größte Motivation, die Interesse, genau. Die Freude. Und das bringt uns genau. Ja dann weiter. Und was heißt das dann ganz genau? Man genau. benutzt doch über die Haut noch das. Es ist eine Kombination genau. für Leute, die wie ich nicht so viel Ahnung genau. haben von diesen genau. technischen Dingen, genau. dass wir das wirklich gut verstehen. Wie funktioniert das dann genau? Also die Basis ist tatsächlich der Neos. Ne? Das ja. ist dieses Produkt, das ich in den 90ern entwickelt habe. Mhm. Das ist natürlich jetzt viel weiter. Wir sind viele Generationen in der Entwicklung weiter. Mhm. Das trägt man heute wie so eine Armbanduhr. Ja? Und da hat man auf der Unterseite, ich kann das mal kurz zeigen, hat man 2 so Schwingungsgeber. Ja. Das ist eigentlich ein Lautsprecherprinzip. Es bewegt sich nur im Ultraschallbereich. Ne? Also das wäre ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Oder ich ja. glaube, wir hatten sogar schon mal eine. Ja? Und damit höre ich sozusagen über die Haut die Sprache. Jetzt sagt man ja, okay, warum soll ich über die Haut hören? Der Vorteil ist, ich kann das einfach nebenbei machen. Also während wir beide uns jetzt hier unterhalten, kann ich passiv zum Beispiel Spanisch oder Englisch einfach meinem Gehirn zur Verfügung stellen. Davon lerne ich die Sprache nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist einfach nur die Sprachmelodie. Neurophysiologisch steht eigentlich der Effekt dahinter. Ein Kind noch im Mutterleib kann ab der 16., 17. Schwangerschaftswoche bereits hören. Also es hört die Mutter. Es versteht überhaupt nicht, was es da hört, aber es hört. Ne? Und wenn jetzt meine Mutter eben Deutsche ist, dann höre ich Deutsch. Ist sie eine Spanierin, höre ich Spanisch. Ist sie eine Engländerin oder Amerikanerin, höre ich eben Englisch. Ne? Und das höre ich. Und was da passiert ist, dass unser Gehirn sich einfach auf der Audioebene an diesen Klang der Sprache gewöhnt. Das ist auch die Erklärung, warum wir dann vielleicht einen Dialekt sprechen. Ja, also ein Schweizer hat ein schweizerisches Deutsch. Ja. Ja. Ein Hamburger Kind, das zur Welt kommt, wird nach ein paar Jahren Plattdeutsch sprechen. Ein Kind in München wird vielleicht Bayerisch sprechen, ja. weil es ein reiner Kopiereffekt ist. Ne? Also das heißt, wir hören und hören und hören. Und es geht nach der Geburt weiter. Also vorgeburtlich, wie gesagt, hören wir ab der 16., 17. Woche. Dann werden wir geboren und dann hören wir wieder. 1 Jahr, 1,5 Jahre und so, sagen wir mal, irgendwo zwischen 10 und 15 Monaten fangen wir dann an, die ersten Wörter zu verwenden. Wörter, die prägnant sind. Also zum Beispiel dieses Gesicht, das uns immer anlächelt, das für uns sorgt, ja. Ja, verstehen wir irgendwann relativ schnell, dass dieser Audiocode Mama einfach zu dem Gesicht gehört. Ne? Und dann ist natürlich das auch ein sehr freudiges Erlebnis, wenn wir das erste Mal Mama sagen, dann ja. flippt unser Sprachlehrer aus. Gell? Also ja, genau. Der Sprachlehrer Mama ruft dann seine Mama an und sagt, boah, das Mädchen oder der Junge hat das erste Mal jetzt Mama gesagt. Ja? Ja. Das heißt, eine große Freude einfach, wenn wir dann sowas anfangen zu verwenden. Und wir haben das jetzt simuliert. Wir gehen einfach her und geben dem Nutzer über den Neos die Möglichkeit, die Sprache erstmal zu hören. Also er hört einfach. Das passiert im Alltag. Der kann Auto fahren, der kann Fernsehen, der kann sich auf seinen sozialen Medien rumbewegen. Ja. Also was er macht, ist eigentlich völlig egal. Und aus diesem Hören heraus entsteht ein Gefühl für die Sprache. Und dieses Gefühl wird dann aktiviert, indem ich in diese spannende Geschichte einsteige und die erlebe. Okay. Ja. Wir haben schon in einer früheren Sendung, weil das finde ich auch noch wichtig, weil eben, dass wir keine Reizüberflutung haben, sondern dass das eine andere Ebene ist. Das hast du in einer anderen Sendung mal erklärt. Das finde ich noch sehr wichtig zu wissen, weil wir haben ja so viele Dinge. Und was ich auch spannend finde, heißt das dann, weil oftmals lernt man ja eine Sprache oder sogar
Zum Beispiel erinnere ich mich an Englischlehrer, die haben eigentlich nicht so gut, jetzt aus heutiger Sicht, Englisch gesprochen. Die haben zwar das korrekt gesprochen, aber die hatten die Sprachmelodie nicht, oder? Ja, genau. Und bedeutet das auch, dass man besser nachher die Sprachmelodie erlernt? Weil oft tönt das ja dann ein bisschen holprig, wenn wir eine Fremdsprache sprechen. Genau. Wir sprechen sie zwar, aber mit unserer Betonung, unserem Akzent, unserer Sprachmelodie halt, oder? Genau, absolut, Und ist bei uns auch der Fall. Also am Anfang sprichst du natürlich mit einem Akzent. Ja, Und je nachdem, wie viel du sprichst, wird der Akzent eben dann weniger oder mehr erhalten bleiben. Ne? Also was man aber ganz klar sagen muss, was du ansprichst, ein deutscher Englischlehrer, der selber Englisch nie auf Muttersprachniveau gesprochen hat, ist als Kopiervorlage natürlich eher schwierig. Ja? Ja. Also das ist so, als würde ich einen Fahrlehrer haben, der selber nicht Auto fahren kann richtig. Ne? Ja. Also der würde mir die Theorie zwar erklären, also der könnte diese ganzen Folien und die Schilder, die es an der Straße gibt, uns erklären, aber jetzt so richtig fließendes Autofahren könnte er mir nicht erklären, weil er selber wenig Auto fährt, als Beispiel. Ne? Ja. Dann wäre das ein schlechtes Model, von dem ich lernen könnte. Ja, ja. Und das erleben wir natürlich. Ja? Wir haben in der Regel keine Muttersprachler, von denen wir kopieren. Bei uns ist es tatsächlich so, wir verwenden nur Muttersprachenniveau als Kopiervorlage. Mhm. Und damit komme ich natürlich auch anders in die Sprachmelodie. Ja. Ja. Sehr spannend. Und ist das jetzt mal wirklich eine App für Erwachsene, oder? Das gibt es jetzt für Kinder leider noch nicht, oder? Genau, für Kinder nicht, noch nicht. Also wir werden das mit Sicherheit auch für Kinder irgendwann bringen. Ja, ja. Man muss allerdings dazu sagen, also ich sage jetzt mal, ein Jugendlicher mit 12, 13, 14 Jahren kann die App auch verwenden. Ja, genau. Ja. Also die Geschichte ist nicht so, dass die jetzt irgendwie Gewalt oder sowas enthält, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass die Geschichte eher komplex ist, sehr spannend ist, ne? Und dass wir tatsächlich nicht mehr diese klassische Trennung machen zwischen Einsteiger und fortgeschrittenen Kurs. Sondern wir geben eine Geschichte, die am Anfang eigentlich eine große Überforderung darstellt. Aber genau das ist das, was ein Kind erlebt. Also ein Kind kriegt keine speziell zugeschnittenen Dialoge, wenn es auf die Welt kommt, sondern es lauscht einfach normalen Dialogen, die die Eltern halt führen. Ja, und genau das haben wir da auch modelliert. Was wir natürlich machen, wir wiederholen nach Pareto-Prinzip. Ne, man weiß, wenn ich 20% eines Sprachvolumens beherrsche, kann ich schon 80% ausdrücken. Also das machen wir natürlich sehr gezielt. Also alles, was ich in den letzten 25, 26 Jahren erforscht habe, steckt da drin. Aber tatsächlich sind es Dialoge, die im ersten Schritt vielleicht eine Überforderung darstellen. Also zum Beispiel gleich am Anfang steigt der Spieler ein in eine Szene, wo jemand in einem Labor sich zum Beispiel bewegt. Und dann werden Elektroden beschrieben, dann wird eine Spritze beschrieben, solche Dinge. Und das ist natürlich erstmal jetzt kein Standardsprachgebrauch. Ja, sehr spezifisch. Ja. Sehr spezifisch. Ja. Aber was wir eben beabsichtigen damit, ist, dass die Story so abgefahren und so spannend ist, dass ich ja an der Story andocke. Und bei uns ist es so, man muss nichts auswendig lernen. Also der einzige Anspruch, den ich während des Spiels habe, ist, dass ich jedes einzelne Wort verstehe. Und das passiert einfach dadurch, dass jedes Wort einzeln übersetzt wird. Also das heißt, ich habe ein sofortiges Verständnis und kann daraus den Kontext ableiten. Also ich verstehe die Geschichte, aber ich höre sie komplett auf Englisch oder auf Spanisch. Okay. Und das ist faszinierend, dass am Anfang so die ersten 5, 6 Tage befindet man sich in einem Chaos als Lehrländer und fragt sich, boah, ich verstehe eigentlich überhaupt gar nichts. Ne? Und bereits nach so einer Woche, eineinhalb Wochen fangen aber die Nutzer von dem Spiel sogar schon an zu sprechen und teilweise wissen sie gar nicht, was sie sprechen. Ah. Und das ist ein unglaublich spannender Effekt, weil das eben auf der unbewussten Ebene verknüpft wird. So spannend. Ja, ich sehe, die Zeit ist schon bald vorbei, aber wir machen ja noch mehr Sendungen, weil ich habe noch viele Fragen und möchte das noch vertiefen, weil ich finde das ganz ein spannendes Konzept. Und es hat mich jetzt wirklich, ich stelle die Fragen in der nächsten Sendung. Gerne, gerne. Und es war wirklich für mich sehr, sehr, sehr anregend. Lieber Josua, ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Wir machen da weiter und da gehen noch ein bisschen tiefer in dieses Thema und dann werde ich dir dann meine Fragen stellen. Super. Schön warst du da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Jetzt haben wir mal einen Einblick in dieses spannende Thema bekommen und wir werden es in weiteren Sendungen noch vertiefen und ich freue mich schon darauf. Alles Liebe und auf Wiedersehen.